Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es rund um die Zitrone bzw. um den Zitronensaft und warum ich in der Früh frisch gepressten Zitronensaft mit Wasser trinke auf leeren Magen. Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wie ihr schon sehen könnt, im Hintergrund habe ich hier einmal Zitronensaft und Sommerzitronen. Die sehen aus wie Limetten, weil die noch relativ grün sind. Aber die werden schon ein bisschen gelblicher jetzt, wenn sie reifer werden. Das sind auch unbehandelte Bio-Zitronen. Und es ist ja so, dass gesund Leben oft wirklich viel Anstrengung erfordert. Man soll sich gesund ernähren, man soll regelmäßig Sport machen und man soll viel schlafen und man darf das nicht essen und hier und da bla bla bla. Man hat schon diese ganze Debatte um die Gesundheit langsam satt. Aber ich finde es einfach total easy, wenn man jeden Tag ein Glas Zitronenwasser sozusagen trinkt auf nüchternen Magen, weil es ganz, ganz viele Vorteile hat. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass es nicht zu heiß sein soll. Das Wasser am besten ist abgekocht. Ihr könnt am Abend den Wasserkocher schon einmal anmachen. Manchmal trinke ich aber auch einfach kaltes Wasser aus der Leitung mit gepresstem Zitronensaft. Also Zitronensaft ist wirklich ein Gesundheitswunder, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe das mal angefangen in so ein paar Tagen, weil ich so eine einwöchige Kur oder so machen sollte. Und mir ging es wirklich so viel besser, dass ich es dann weitergemacht habe. Und es ist einfach total easy. Dieses Zitronenwasser morgens auf nüchternen Magen wirkt basisch. Nicht wie viele denken, Zitronensäure, das ist wirklich übersäuert, sondern im Gegenteil, es wirkt basisch und entsäuert den Körper sogar. Und dadurch, dass ihr das auf leeren Magen trinkt, entschlackt es auch den Körper und die ganzen Schlacken, die sich über Nacht im Darm angesammelt haben, die werden dadurch dann ausgeschieden. Zitrone enthält ja auch wahnsinnig viel Vitamin C, also habt ihr dann auch ihr profitiert von dem Immunbooster, von dem ich gerade gesprochen habe. Und das Zitronenwasser hilft auch dem Magen, die Nahrung aufzuspalten. Also es regt auch die Galle und die Leber an. Es reinigt die Nieren, weil es entwässernd wirkt und es schützt auch die Gelenke. Und Zitronensaft enthält sehr, sehr viel Citrat und das fördert bzw. wirkt auch Nieren- und Gallensteinen entgegen. Zum Thema Krebs bzw. allgemein chronische Krankheiten, Infektionen und so weiter und so fort. Also wie vielleicht manche wissen, dass sich Krebs nur in einem säurehaltigen Milieu entwickeln kann. Ja, auf jeden Fall können sich Krebszellen nur bilden und vermehren in säurehaltigem Milieu. Und dadurch, dass man morgens ein Zitronenwasser auf nüchternen Magen trinkt, und es eine basische Wirkung hat, wird das ganze System auch kurz basisch. Und wer das natürlich regelmäßig macht, der entsäuert den Körper und wird basischer und basischer zunehmend. Zitronenwasser hydriert auch, also es enthält Kalium, Calcium, Magnesium, Spuren von Eisen und Zink. Und es gibt in der Früh so einen richtigen Energiekick, also ihr werdet danach wacher, das werdet ihr merken. Wer vielleicht an einem trägen Darm leidet oder an Verdauungsproblemen oder Magenproblemen, Zitrone, also die Zitronensäure sozusagen, trägt auch dazu bei, dass der Stuhlgang wieder regelmäßig wird und sich vor allem auch reguliert. Und wie bekannt ist, ist ja auch der Darm, da er so eine riesengroße Fläche hat, mit hauptverantwortlich für die Gesundheit, also für das Immunsystem und so weiter. Dann kommen wir dazu. Zitrone ist ein starkes Antioxidant. Es schützt den Körper eben vor freien Radikalen und trägt dazu bei, dass der Stoffwechsel im Körper normal arbeiten kann. Also Zitrone ist wirklich rundum mit meinem Favorite Produkt oder Tipp, weil es einfach so easy ist. Und ich habe auch lange Zeit mir immer Zitronen gekauft, die ausgepresst, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auf diesen Bio-Direktsaft umgestiegen. Bio-Zitronensaft, der kostet 1,79 und sind 250 ml. Und wenn man sich überlegt, also den gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen, auch in allen Variationen, also von jeder verschiedenen Marke. Ich bin jetzt nicht irgendwie dafür bezahlt oder sonst irgendwas. Ich habe mir den selber gekauft, aber also auf jeden Fall sollte er biologisch sein und 100% Direktsaft, weil sonst kann man den, glaube ich, vergessen. Es gibt ja auch diese, beim Aldi oder Hofer zum Beispiel, diese aus diesem Plastik, die Zitronensäure zum Backen aus dem Plastik, die ist natürlich nichts. Wobei ich also davon echt begeistert bin und ich mache das jetzt damit. Wenn es aus ist, habe ich immer Zitronen. Zitronen habe ich meistens sowieso zu Hause, aber da ist es auch einfach, da braucht man dann nicht pressen und die Presse wieder, sondern einfach nur ein Glas Wasser auffüllen. Schon einiges davon reintun, also ich habe es jetzt einmal, das habe ich gestern gekauft, einmal benutzt, also es war schon so voll.
schon einiges reintun und dann runter damit. Ich habe auch auf meiner Webseite ein Bild zusammengestellt, wo drauf steht, also wo die ganzen Vorteile und die Funktionen oder halt gut, was die Zitrone sozusagen im Körper alles bewirken kann und wofür sie hilft, was sie lindert, habe ich zusammengefasst. Das findet ihr auf meiner Webseite unter Inspiration. Vielleicht wollt ihr da ja mal vorbeischauen. Auch noch ein Tipp, man glaubt es nicht, aber Wasser mit Zitronensaft lindert Sodbrennen. Sodbrennen ist ja dadurch bedingt, dass der Magen übersäuert ist und dass Säure auch hochkommt. Und wenn man wirklich jeden Tag in der Früh auf nüchternen Magen ein Zitronenwasser trinkt, dann kommt es meistens gar nicht erst dazu, dass man wirklich Sodbrennen hat. Es sei denn, man ist wirklich so übersäuert durch Konsum von Fleisch täglich oder keine Ahnung. Es sind ja wirklich, oder Weizenprodukte sind ja auch, die übersäuern ja auch total. Aber wenn ihr wirklich Sodbrennen habt, könnt ihr euch auch so ein Glas Wasser einfach machen und das trinken. Ein Löffel Senf oder so hilft auch. Habe ich auch mal ausprobiert, aber ich finde es mit dem Zitronenwasser immer am einfachsten, weil es auch noch gut schmeckt und erfrischend ist. Gerade jetzt im Sommer war es echt gut. In der Früh und Winter ist es dann auch positiv, weil ihr in der Früh eben diesen Energiekick dann bekommt, wenn es noch dunkel ist und ihr in der Früh aufstehen müsst. Dann für die, die vielleicht Gewichtsprobleme haben und abnehmen möchten, also Zitronen enthalten wie Äpfel auch Pektin und die Zitronen enthalten sogenannte Pektinfasern und die unterdrücken Heißhunger. Tatsächlich. Die maximale Wirkung könnt ihr erzielen, indem ihr ein Glas trinkt eine Stunde vor eurer Mahlzeit. Bei mir sieht es nicht ganz aus. Ich trinke das halt, wenn ich aufstehe, dann mache ich mich fertig und dann frühstücke ich erst. Ich frühstücke eh nicht wirklich viel. Je mehr Abstand zwischen der Mahlzeit und dem Frühstück ist, ist umso besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es bringt euch was. Vielleicht probiert es der ein oder andere mal aus und könnt auch gerne in den Kommentaren dann schreiben, ob es euch geholfen hat oder nicht. Ich habe wirklich schon viel Gutes darüber gehört und außerdem, woher ich diesen Tipp habe, ich habe den Tipp von meiner 94 Jahre alten Oma, die ist topfit und sie hat zu mir gesagt, dass sie das wirklich ein Leben lang gemacht hat. Also ich glaube, inzwischen macht sie es nicht mehr, aber sie hat es wirklich früher immer, also ihren Lebtag gemacht und klar weiß man nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber könnte ich mir schon vorstellen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao!